Es ist noch nicht ganz so dunkel, wie es scheint, aber das wunderschöne Gegenlicht, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich habe mich mal wieder gefragt, ob Angler wirklich so weit Bescheid wissen über verschiedene Routentypen, wie man glaubt. Nun werdet ihr sagen, nur erklär uns mal nicht für dumm, Matze. Natürlich wissen wir, wofür einzelne Routen da sind und viele sehr spezialisierte Routen. Es gibt Spinnrouten, mit denen man schnell und zackig auswerfen muss, mit denen man jiggen muss. Es gibt Dropshot-Routen, es gibt Ansitzrouten, die meistens um die 360 lang sind. Wir haben federleichte Vertikalrouten, die deswegen so kurz und so leicht sind, damit man ganz locker aus dem Handgelenk den Köder führen kann. Aber es gibt auch immer wieder Routentypen, da glaube ich, dass die nicht so besonders beliebt sind, weil die Menschen sich damit zu wenig beschäftigen. Dazu gehört einer der ältesten Routentypen überhaupt. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Die Stellfischroute. Wofür die gut ist und warum man die einsetzt und dass ihr sie in einem Set jetzt kaufen könnt im Parashop. Das hier ist ein Werbefilm. Ich bin ja immer so nett, das eingangs zu sagen. Aber ihr bekommt in diesem Werbefilm für unser Stellfischwunder trotzdem jede Menge Tipps und Tricks und wunderschöne Aufnahmen zu sehen, damit ihr auch unterhalten bleibt. Denn es soll nicht die Werbung im Vordergrund stehen. Begonnen hat die Stellfischangelei wahrscheinlich mit dem Hecht. Die alten Ostfriesen sind da Vorreiter gewesen. Die haben sich überlegt, wenn ich meinen lebenden Köderfisch, damals war das noch erlaubt, anbieten will, der schwimmt mir mit der Pose wer weiß wohin, vertüdelt sich in den Seerosen und geht wer weiß wie auf Wanderschaft. Das ist unvorhersehbar, da müssen wir uns ihm was einfallen lassen, dass der am Platz bleibt. Dafür müssen wir aber natürlich nicht über den lebenden Köderfisch reden. Das gilt auch für den toten Köderfisch, denn ein bisschen Wind, ein bisschen Strömung, darum bin ich jetzt mal ganz bewusst an einen Schifffahrtskanal gefahren, das reicht schon vollkommen aus, dass man nicht mehr wirklich eine gute Kontrolle hat, wenn man eine Posenmontage, und jetzt kommt der springende Punkt, das Schlüsselwort, treiben lässt. Das heißt, man legt das Blei nicht auf dem Gewässergrund ab, sondern man will, dass der Köderfisch auf halber Höhe treibt. Der Birger Domeyer hat dazu auch schon tolle Filme gemacht in seiner beliebten Serie So ticken die Zander. Er ist der Meinung, dass gerade auch die Zander sehr viel mehr im Freiwasser rauben, als viele Angler annehmen. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Das hier ist ein typisches Zandergewässer. Aber um noch kurz auf die alten Ostfriesen zurückzukommen, die haben sich lange, lange Bambusrouten gemacht. Wenn es so lange Bambusstäbe nicht gab, hat man die mit Metallhülsen verlängert und die waren dann bis zu 5-6 Meter lang. Dann hat man quasi mit der Kopfrute gefischt und hat dann tatsächlich dann die Montagen nah, nicht direkt unter wie heute, aber nahe der Rutenspitze platziert, dass der Köderfisch unter der Rutenspitze oder in der Nähe der Rutenspitze an Ort und Stelle blieb und der Fisch nicht auf Wanderschaft gehen konnte. Und genau das ist der Sinn und der Zweck einer Stellfischroute. Dass man die Pose da hat, wo sie hin soll, unter der Rutenspitze. Viele Stellfischroutenangler ziehen dafür sogar absurderweise, sieht total komisch aus, als würde da jemand angeln, der keine Ahnung hat, die Pose aus dem Wasser, sodass sie zwischen der Rutenspitze und der Wasseroberfläche hängt. Dann sieht man nämlich sofort auch auf Entfernung, wenn die Pose im Wasser ist, da hat ein Hecht gebissen. Die meisten machen das über einen Rutenclip. Aber in unserem Set, da bekommen die eine Freilaufrolle. Und ich halte den Freilauf in diesem Fall für die wesentlich bessere Idee. Was der Freilauf an dieser unglaublich langen Rute mit einer Länge von sage und schreibe 8 Metern und trotzdem auf ein gutes Packmaß zusammenschiebbar ist, alles für Vorteile hat, was man damit anstellen kann über der Steinpackung, was man damit anstellen kann bei verschiedenen Witterungsbedingungen, das ist das Thema dieses Films. Und ich hoffe, ich fange auch ein paar schöne Fische. Und ihr hört im Hintergrund, da fängt gerade dieser kleine Einlauf wieder an zu rauschen. Und das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ich bin hier das erste Mal, bin noch nie an dieser Stelle gewesen und hoffe, dieser Einlauf lockt die Räuber und die Kleinfische an. Zu Beginn natürlich die wichtigste Frage, was genau bekommt ihr für euer Geld? Zunächst mal natürlich die Rute, sage und schreibe 8 Meter lang. Wir haben 8 Ringe draufgepackt, einer ist verschiebbar, alle anderen sind fest montiert. Und das Packmaß, das bekommt man definitiv auch in jedem normalen Personenkraftwagen. Damit kann man wunderbar ans Wasser fahren, egal wie groß das Auto ist. Das ist ja der große Vorteil von Teleskoprouten. Das zweite, wir haben eine solide Freilaufrolle beigelegt. Die hat einen
überschaubar großen Durchmesser der Spule, weil bei der Stellfischroute, die wie gesagt als Kopfroute mal anfing, da braucht man natürlich keine riesigen Rollen. Zudem eines mit der Stellfischroute richtig Laune macht, man kann drillen, ohne eigentlich eine Bremse zu brauchen. Weil der Radius bei 8 Metern ist so unglaublich groß, da kann man jeden Meter Hecht und jeden 90er Zander, was auch immer da beißen mag, definitiv gut mit ausdrillen. Zu einigen Problemen beim Drill komme ich gleich noch, wie man damit umgeht, das versuche ich euch auch in diesem Film zu erklären. Wir bauen also als erstes jetzt mal die Rolle an den Halter. Dafür wird nur hier unten dieses kleine Ding aufgeklappt. Dann schiebt man das Ding stramm zusammen und klappt es zu. Das geht ruckzuck und hält absolut bombenfest. Und hier ist schon der erste Trick unseres Films. Ich zeige euch mal jetzt ganz kurz, wie man die Schnur vernünftig auf der Spule befestigt. Denn das ist immer wieder eine Frage bei Einsteigern. Zu den Einzelteilen der wasserdichten und schlagfesten und schönen kompakten Box komme ich gleich noch. Eines vorweg, natürlich ist auch Schnur dabei, und zwar 400 Meter. Ich habe jetzt zwei von diesen Stellfischwundern am Start. Darum habe ich jetzt eine Spule schon voll gemacht. Und die andere, die kann ich mit der gleichen Spule voll machen. Ihr habt also definitiv eine Ersatzladung, wenn ihr mal neue Schnur drauf machen müsst. Ich halte die Schnur mal hier vor die Lampe. Ich hoffe, ihr seht sie dann besser. Da legt ihr jetzt eine stinknormale Schlaufe rein. Ja? Man kann auch noch mal drehen und eine Achterschlaufe machen. Muss aber nicht unbedingt. So viel muss die nicht tragen. Ja? Also, ich ziehe das fest. Jetzt habe ich hier die Schlaufe. Jetzt lege ich die Hauptschnur wieder zu einer Schlaufe und ziehe die durch die gebundene Schlaufe. Was erhalten wir? Ein Lasso. Seht ihr? Das kann man jetzt zusammenziehen. So einfach ist das. Und dieses Lasso legen wir bei geöffnetem Bügel, in der richtigen Richtung natürlich, dass es richtig aufgedreht wird, um die Spule. Ja? Dann kann sich dieses Lasso quasi zuziehen. Ja, das war's schon. So kann ich anfangen aufzuspulen. Und zum Aufspulen gibt es natürlich auch einen Trick. Zu Hause, an meiner anderen Route, die schon fertig montiert ist, da habe ich das in meiner Regentonne gemacht. Und das ist auch gut und richtig so. Aber hier kann man das auch einfach mal so machen, dass man die Spule einfach in den Kanal wirft. Und hepp, der Kescher ist in Griffnähe, dass ich es auch wieder kriege. Ne? Und ab geht's. So wird die Schnur angefeuchtet, das ist eine gute Sache, und ich kriege sie sehr schön drallfrei auf meine Spule gespult. Da haben wir ja Glück, wir locken damit noch ein paar Zander ein mit dem Geräusch. Eines ist beim Stellfischangeln unumgänglich. Ihr braucht einen vernünftigen Rutenhalter. Die Dinger, die kosten auch richtig Geld. Ihr seht auch wirklich, dass ihr was kriegt für euer Geld. Der hier hat so eine federgelagerte, so ein Pin. Ja, hier ist das gelocht. Ja, den zieht man raus und dann rastet der da wirklich fest ein. Und das hält dann auch. Das war früher immer mit diesen Festschrauben so ein bisschen nervig. Dann löste sich das schnell mal. Da habe ich dann immer extra eine Zange in der Tasche gehabt. Da habe ich meistens meine Klemmhülsenzange für genommen und dann damit das festgezogen. Hiermit einfach nur kurz ziehen, ja, und dann kann man die Raststellung festlegen, wie man es gerade braucht. Nicht so hoch wird man es selten brauchen, aber das Ufer ist ja auch sehr unterschiedlich. Und das ist ganz wichtig, damit die Stellfischroute auch wirklich bombenfest sitzt. In der schnuckeligen, schlagfesten und wasserdichten Box mit 4 Verschlüssen, damit das auch wirklich dicht ist. Und ihr seht hier die Gummidichtung, damit das auch wirklich trocken bleibt, selbst wenn es mal ins Wasser fällt, findet ihr alles, was ihr fürs Montieren einer Stellfischroute braucht. Wir haben 2 Posen dabei, das sind meine MK-Hechtposen. Die MK-Hechtpose Nummer 1 heißt sie bei Balzer. Damit könnt ihr automatisch die Tiefe erloten. Einfach einwerfen, Blei absinken lassen, hochnehmen, dann wisst ihr, wie tief das da ist. Und dann lasst den Köderfisch hinterher so einen halben Meter über Grund driften. Beim Zanderangeln im Dunkeln auch gerne mal im Mittelwasser, das heißt, wenn es 4 Meter tief ist, gerne mal in 2 Meter Tiefe pendeln lassen. Da ist der Biergarn-Fan von, und ich muss sagen, der Mann hat wirklich recht, das klappt. Und die kriegt ihr in 2 Ausführungen, einmal für Zander in 15 Gramm und einmal für Hecht in 25 Gramm. Oder aber man könnte auch sagen,
je nach Gegebenheiten. Dazu jede Menge Bleikugeln, ja, in 5 Gramm und in 10 Gramm. Damit kann man wunderbar alles einteilen. Wir haben hier Stopper, wir haben noch so einen ganz dicken Stopper dabei. Der kann auch als Knotenschutz dienen und Perlen als Knotenschutz und natürlich Wirbel und 2 fertige Vorfächer. Die Hakengröße ist so Größe 4 und Größe 6. Beim Stellfischangeln darf es ruhig mal einen Ticken größer sein. Aber da müsst ihr auch flexibel sein. Ich werde auch in diesem Film auch selbst geknüpfte Vorfächer nehmen. Fürs Zanderangeln zum Beispiel jetzt nehme ich etwas kleinere Einzelhaken oder etwas kleinere Drillinge. Muss ich mal sehen, wie ich es mache. Da muss man flexibel sein. Aber ihr könnt hiermit so loslegen, wie ihr das Ganze bekommt. Hiermit könnt ihr alles binden, was ihr beim Stellfischangeln braucht. Hier beim Montieren schon mal kurz erklärt die Funktionsweise dieser Posen. Wenn da ein bisschen Druck drauf ist, ja, also sobald das Blei unten dran hängt, dann bleibt die an Ort und Stelle. Das liegt daran, dass der Knick die Reibung erhöht. Sobald ich das locker lasse, ja, kann die nach unten gleiten. Ne? Das ist der Sinn dieser Pose, um blitzschnell loten zu können. An die 15 Gramm Pose da, die da wunderbar im Wasser dümpelt, da habe ich jetzt eine 10 und eine 5 Gramm Kugel gemacht. Bitte denkt daran, dass viele Dinge beim Angeln nicht genormt sind. Das ärgert mich immer wieder, kann man leider nicht ändern. Zum Beispiel die Hakengrößen, ne, die sind nicht genormt in der Angelei. So ähnlich ist das auch bei der Tragkraft der Posen. Posen sind in ihrer Tragkraft nicht genormt. Das heißt, der eine Hersteller, der gibt an, was die Maximaltragkraft ist. Das heißt, wenn sie mal wegen 25 Gramm Tragkraft hat, dann guckt auch echt nur noch einen Millimeter aus dem Wasser. Ne? Und der andere Hersteller gibt die Idealtragkraft an. Und ich finde, das ist für Einsteiger eigentlich die bessere Wahl. Und genau das habe ich gemacht. Haut also jetzt 2 10 Gramm Kugeln an die 25 Gramm Pose, dann passt das. Und eine 10 und eine 5 Gramm an die 15, dann sind die beide ideal austariert. Ja, ich weiß, das sieht nie so lecker aus, aber alle Knoten und Stopper bitte immer mit Spucke befeuchten. Auf die Tour geht auch kein anderer bei eurem Angelgerät bei, ne? Weil unsere Spucke, die enthält halt diese Gleitmittel. Die erhöhen die Reibung nicht und die sorgen dafür, dass da keine Hitze entsteht und die Tragkraft dran geschwächt wird. Die beigelegten Vorfächer sind für Hecht vorgesehen. Kann man auch mit auf Zander angeln, aber es sind natürlich Stahlvorfächer aus sehr gutem Stahl. Was ich jetzt gemacht habe hier, ist für meine Zandermontage einfach ein bisschen von der Spule zu nehmen am Material. Ist ganz hervorragend auch als Vorfahrmaterial geeignet. Einen kleinen Drilling und daran biete ich eine kleine Rotfeder schwebend an. Der erste Vorteil einer Freilaufrolle: man kann meiner Stellfischroute damit sehr schön die Route ausfahren und die Schnur bleibt kontrolliert in einer Bahn. Denn wenn man das bei offenem Bügel macht, dann passiert das sehr, sehr schnell, dass sich dann was vertüdelt. Da reicht ein Windstoß und dann hast du dann die Schnur da oben am zweiten Ring da einmal drüber. Und dann mit so einer 8 Meter langen Route ist das dann nicht ganz so lustig, das wieder zu entwirren. Ne? Wichtig beim Stellfischrutenangeln ist immer, dass die Route schön waagerecht liegt. Ne? Die kann auch ruhig so ein Stückchen übers Wasser geneigt sein, aber möglichst nicht hochgestellt. Das ist nur von Nachteil. Dem Stellfischangeln sind natürlich auch Grenzen gesetzt, vor allen Dingen bei starkem Wind. Und bitte, bitte lasst die Dinger im Auto oder am besten gleich zu Hause, wenn ein Gewitter droht. Ja, da hinten kommen dunkle Wolken, aber das sind wohl nur Regenwolken, dann gleich einpacken. Ne? Eine 8 Meter Kohlefaserroute ist ein Top-Blitzableiter. Nicht? Also fast nicht die Routen an, wenn ein Überraschungsgewitter kommt. Das ist kein Fisch der Welt wert. Und denkt bitte immer daran, dass ihr schön flexibel bleibt. Auch mit einer langen, langen Stellfischroute kann man flexibel sein. Ich zeige euch gerade wie. Wenn man leichte Strömung hat, das hat man ja fast immer in Flüssen und Schifffahrtskanälen, und ihr angelt über der Steinpackung und ihr wollt dann mal 2-3 Meter wandern, ja, dass ihr mal die Steinpackung ein bisschen absucht, dann muss man nicht gleich Routenhalter raus, Route mitschleppen, das lange unhandliche Ding wieder ausrichten, sondern einfach mal ein paar Klänge aus der Freilaufrolle rausziehen,
Die kann sich auch ruhig mal ein paar Meter von der Rutenspitze entfernen, die Pose. Ja, das macht überhaupt nichts. So, Hauptsache, sie wird gehalten. Das ist ja das, was beim Stellfischangeln der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, dass die freitreibende Pose mit dem Köderfisch im Mittelwasser trotzdem an Ort und Stelle gehalten wird. Ich glaube, mit dem Hecht wird das heute nichts mehr. Das sieht schon richtig nach Zanderwetter aus. Da hat man bei den langen Runden schon fast Angst, dass er die Spitzen da ankratzt. Die hat aber ordentlich Gas gegeben. Während Moni da im Hintergrund neben meiner Stellfischroute schon aus Langeweile ein paar Würfe mit der Spinnroute macht, melde ich mich dann im Hellen nochmal zurück. Dann können wir auch was sehen von der Stellfischroute. Denn ich befürchte, hier kommen die Bisse erst im Dunkeln. Oder vielleicht auch gar nicht. Schon deswegen nicht, weil wir trotz der idealen Stelle und des tollen Wetters einen unglaublichen Umschwung verkraften mussten. Wir hatten es gestern 34 Grad und abends um 10 waren es noch 27. Und jetzt haben wir plötzlich unter 20. Nicht? Das schlägt den Stachelrittern immer extrem auf die Mägen. Aber schauen wir mal, wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Fisch mit der Stellfischroute an Land bekommen. Im Hellen kann ich euch noch ein bisschen besser erklären, wie die Stellfischangelei funktioniert. Nicht? Im Dunkeln haben wir da keine Aufnahmen gemacht. Da haben wir natürlich noch 27 Zander gefangen. Nicht? Und die zeige ich euch jetzt nicht, weil es da ja dunkel war. Nicht? Nein, ich will ja auch immer ehrlich sein. An dem Abend haben wir gar nichts mehr gefangen. Nicht? Sowas passiert halt immer mal. Und das sollte man dann auch mal erwähnen, finde ich. Damit ihr nicht immer denkt, dass die angeblichen Profis oder die sogenannten Profis immer fangen wie die Blöden. Tun sie nicht. Ich möchte euch ein Wort erzählen zu der Montage, die beiliegt, die vielleicht einige nicht ganz verstehen. Das Endstück bildet ein großer, runder Einzelhaken mit einem wunderschönen, großen Rundbogen. Wir gehen jetzt mal ganz nah dran und ich zeige euch im Detail, wie man damit den Köderfisch an den Haken bringt. Meine Köderfische sind jetzt im Spätsommer noch nicht ganz so groß wie im Winter. Darum schiebe ich zunächst mal den Drilling ein Stück näher an den Einzelhaken. Der ist verschiebbar mit einem Stück Schrumpfschlauch, wird er euch so fertig geliefert. Und der Einzelhaken bildet das Endstück. Den sticht man zuerst von oben in den Kopf des Köders und zieht ihn dann so wieder raus. Und den Drilling befestigt man dann so im Rücken. So sieht das Ganze dann aus und kann dann wunderbar pendeln an der Stellfischmontage. Das hier ist der Sinn dieses Einzelhakens vorne, der vielleicht sich nicht jedem auf Anhieb erschließt. Ich nenne das Ding meine Hechtschaukel. Die werde ich jetzt direkt vor diesem kleinen Einlauf ausbringen. In diesem Einlauf, da fange ich im Winter oft Zander und Hechte und Barsche. Weil das hier sautief ist. Der Polder ist so schätzungsweise 1,80 Meter, vielleicht mal 2 Meter tief. Aber hier haben wir es locker 3,50. Was mache ich jetzt? Liegt natürlich auf Grund? Nee, eben nicht. Die Hechte, die rauben in dieser Zeit hier zwar über dem Tiefen, aber nicht unten auf dem Grund, sondern die sind da oben direkt am Einlauf am Gang. Ich habe da gerade schon mal das Rauben gesehen. Und jetzt werde ich meine Montage mal eben schön da unter der Spitze 8 Meter hier vom Ufer entfernt ausbringen. Gucken wir mal, ob sich da was tut. Ein bisschen pendeln sollte er ruhig, ne? Kann ein bisschen Spiel haben. Da vorne die Montage, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da habe ich jetzt das so gestrafft, dass die Pose so ein Stück aus dem Wasser guckt, ja, über den Freilauf. Dann kann ich von hier sofort sehen, wenn die unten ist, ja, das kann keine Strömung und kein Wind machen, dann hat ein Hecht gebissen, ne? Da ist er hingezogen, direkt vor den Einlauf. Und jetzt hoffe ich euch einigermaßen verdeutlichen zu können, wie man mit einer Stellfischroute drillt. Das ist nämlich eine Kunst für sich. Wenn ich mir sicher bin, dass er einen haben will, dann setze ich Anschlag.
Jo. Hängen tut er. Und jetzt seht ihr diese unglaubliche Aktion der Stellfischrute, ne? Nicht leicht zu handeln, aber irgendwo auch geil. Und der Fisch ist nicht ganz so schlecht, wie ich befürchtet hatte jetzt für die Jahreszeit. Oft hat man jetzt so die kleineren, aber das ist ein schöner. Jetzt kann ich hier auch, guck mal hier, Freilauf ein und kann die Rute aufrichten, so wie ich es gerade brauche. Ne? Das ist ganz wichtig beim Stellfischangeln, dass man die Rute immer im Griff hat. Oh Mann, der zieht aber kräftig. Da habe ich fast nichts entgegenzusetzen. Boah, das ist ein großer Fisch. Jetzt halte ich ihn hier vom Ufer ab mit der langen Rute. Also der hat mehr Power als ich dachte, ist kein großer, aber ein schöner Fisch. Mein Kumpel Thomas Kalweit, der zieht teilweise die Einzelteile jetzt ein und macht die Rute kürzer. Ne? Das kann man auch machen. Ich persönlich lasse sie meistens in der Länge, in der ich sie auch fische. Auch wenn das ein bisschen unhandlich ist. Jetzt muss ich die Rute wieder ein Stück hoch haben. Dann mache ich den Freilauf wieder kurz ein. Da muss man tierisch aufpassen, ne? Nicht, dass man das überschnappen lässt. Ich kann damit auch mal ein bisschen Schnur geben, wenn es sein muss. Er will da wieder in die Seerosen, der Lump. Meine Herren, der zieht aber ab. Und ihr seht, ich brauche die Bremse überhaupt nicht. Ne? Dieser riesige Radius der Rute, das ist unglaublich. Da kann ich ihn richtig schön mit dirigieren. Das ist das Herrliche am Stellfischangeln. Auch wenn die Rute unhandlich ist, dieses Dirigieren macht richtig Laune. Meine Herren, hat der denn für eine Kampfkraft? War der im Fitnessstudio oder was? Also Veganer ist das nicht. Das gibt's nicht, ey. Das ist ein 70er Hecht, wo hat der die Kraft her? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein 70er Hecht. Da nimmt er die Power her. Ganz wichtig immer bei der Landung, das ist ganz, ganz wichtig, da ist die Rute ja steil aufgerichtet, ja. Das ist wichtig, dass man dann den Druck rausnimmt, ne? Notfalls den Freilauf einschalten und mit dem Finger festhalten, weil wenn der Hecht dann nochmal in die Tiefe rauscht, ja, dann bricht einem die Spitze weg, nicht? Weil das verkraften die Ruten nicht, diese Biegung senkrecht nach unten. Da muss man immer bei der Landung aufpassen, ja? Diese Biegung hier, die ist gefährlich. Boah, ey, da glaube ich ja nicht. Das waren 5 Minuten. Oh, so klein ist er auch nicht. Schöner Hecht. Die wollte er haben. So, da ist er, der erste Stellfisch-Hecht. 83 cm hat er, doch ein bisschen mehr als ich dachte. Aber die Kampfkraft, die war der helle Wahnsinn. Das bringt im Winter einen Meter echt nicht. Geil! Direkt unter der Rutenspitze, fast in Vorfachlänge, hat er gebissen. Auf eine kleine Plötze. Frisch gefangen. Oh, ist leichte Strömung vorhanden. Seht ihr das? Das ist der Tag der Stellfischrute. Irgendwann wechselt man den Platz, wenn es nicht mehr gebissen hat. Und dann schiebt man die Telerute zusammen. Tut euch einen Gefallen, ja? Macht nicht den hier. Dann passiert es nämlich ganz schnell, das habe ich jetzt bewusst für euch provoziert, dass sich die Verklebungen der Ringe lösen, ja? Die kann man zwar leicht wieder nachkleben, aber immer schön beide nehmen und schön sachte so lösen. Dann kriegt ihr keine Kratzer an den Lack. Und dann lösen sich auch die Ringe nicht. Und dann habt ihr auch lange Freude
am Stellfischwunder. Und hier, das hier ist der verschiebbare Ring, der hat ein Gummi drin, ne, damit der Blank nicht beschädigt wird. Den schiebt man nur ein Stückchen nach oben, dann ist der locker. Dann hat man einen schönen Schnursalat. Das ist jetzt nur, weil ich euch das so schnell zeigen wollte, nicht? Aber den kurbel ich mir kurzerhand raus. Das kleine Ding hier auf den riesen Stellfischhaken, ne? Und recht großen Köderfisch auch, ne? Also nicht zu glauben. Also er war auch nicht typisch stellfischmäßig gefangen. Ich hatte die gerade abgelegt, der hat ihn im Absinken genommen. Passiert halt auch, ne? Yep. Oh, das beißt wieder. Dann muss ich die hier mal aus dem Weg räumen, damit ich auch vernünftig drillen kann. So eine 8 Meter Route kann ziemlich hinderlich sein, wenn sie im Weg liegt. Pose ist weg. Ja. Hängt. Ah, scheiße. Ausgestiegen. Kommt daher, weil ich an diesem hier nur mit einem Drilling arbeite. Weil die so tief schlucken letzte Zeit. Das kann natürlich mal passieren, dass sie aussteigen. Er hat ihn schon wieder genommen. Ich gehe mal davon aus, dass er dasselbe ist. Na, nur ein Schnippel. Ja, der Einzelhaken hängt nur so im Maulwinkel, aber ihr seht auch beim Schnippel, wenn man es ein bisschen entspannt macht, kriegt man das hin mit den langen Ruten. Scheiße, jetzt sind wir knapp beim Nest. Alles okay? Ich bin gestochen. Ah, scheiße. Genau da, wo ich den Eckekirscher habe, da war ein Wespennest. Die haben mich gleich zweimal erwischt. Darum kann ich euch den Ausgang dieser Geschichte leider nicht zeigen, aber ihr habt gesehen, es war nur ein Schniepel. Auf dem Moni haben die es ein bisschen weniger abgesehen. Wahrscheinlich, weil sie sich heute Morgen nicht gewaschen hat. Das ist echt so, immer wenn wir beiden den Wespen zu nahe kommen, ich krieg's ja immer ab. Irgendwie scheinen die auf meinen Geruch zu stehen, die Mistviecher. Die Stellfischrouten und die Routenhalter konnte ich noch mit geschickten Griffen und Monis Unterstützung vom Wespennest retten, aber der Kescher lag samt Hecht genau auf dem Nest. Da kam ich nicht mehr ran, also entschied ich mich dazu, mir ein wenig anders zu helfen und das klappte. Der Hecht stieg allerdings unterwegs aus. Jetzt habe ich meinen Kescher jedenfalls wieder. Ich habe mir den jetzt mit der Spinnroute, ich habe mich gegen die Wespen gesichert. In der Spinnroute rübergeworfen, den Kescher gepackt und dann rübergezogen, weil die schwirrten alle noch wie die Blöden um den Kescher rum. Ja, ich glaub das nicht. Kann alles Scheiß passieren, ne? Nach einem kräftigen Regenschauer sollte ich dann erneut Glück haben. Ich hatte die Montage dicht vor einem Busch platziert und mit dicker Lippe, die ich auch sonst gerne riskiere, konnte ich den nächsten Hecht drillen. Hast du das Nicken auch einmal gesehen? Ja. Weil ich jetzt zwei Aussteiger hatte, inklusive dem Wespenhecht, warte ich jetzt mal eine Sekunde länger. Brauche ich aber eigentlich nicht, weil ich schon auf zwei Drillinge erhöht habe. Aber ich lasse ihn mal kurz unter den Busch wegziehen, damit ich keine Probleme kriege.
Oh, der lumpt mal einen Köderriss raus. Wieder so ein kleiner, ich glaube das nicht. Achtung. Vorsicht, da hat noch was. Hundescheiße Amoklauf hier. Gut aufgerichtet, ne? Das ist wieder so ein kleiner, ich glaube das gar nicht. Eigentlich fange ich beim Stellfischangeln immer die besseren Hechte. Muss ich hier unten direkt gucken, ne? Ob ich wieder auf einem Wespennest sitze. Aber ich glaube, das merke ich früh genug. Lege ich den Kescher da genau im Wespennest ab, ne? Wie aus wie ein Schlumpf. Das glaube ich nicht. Schön gehakt hier in der Seite. Ach, das ist gar nicht die Doppeldrilling-Montage. Das ist die Hechtschaukel noch. Aber ihr seht, die hakt auch gut. Dick glaube ich nicht. Sind noch recht dünn, die Fische. Aber dafür ist das schön gezeichnet, ne? Sorry, immer wenn ich gerade einen Mund voll habe, ne? Nie vergessen, flexibel bleiben, ja? Kann man auch mit dem Stellfisch wunderbar. Wenn man guckt hier, zum Flanieren am Ufer, alles gepflastert, da kriegst du natürlich keinen Stellfischrutenhalter rein. Ne? Doch, irgendwo bietet sich immer eine Möglichkeit. Guck mal hier, ich habe ein altes, vermodertes Stück Holz gesucht. Diese Stellfischrutenhalter sind sehr stabil. Drück den da rein, leg die hier drauf und klemm sie da drunter. Habe ich den gleichen Effekt. Ist nicht ganz so fest, aber es reicht. Und prompt habe ich auch schon Biss. Aber ich glaube, da kann sie nicht so richtig entscheiden. Da muss man wieder so ein Schniepel sein. Ganz vorsichtig. Ja, also schwer zu sagen, was das werden soll. Irgendwann musst du dich entscheiden. Hat uns jemand geärgert? Zu sehen ist nicht wirklich was. Wahrscheinlich ein kleiner Barsch oder sowas, der übermütig war. Kann ich jetzt nicht so ganz erklären. Mhm. Auf ein neues. Dann zeige ich euch mal, dass man nicht unbedingt einen Stellfischrutenhalter braucht. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier vor der Brücke, da strömt es so richtig schön rein, den Köder genau in der Brückenöffnung halten möchte, ne? Dann ist die Stellfischrute auch perfekt. Mit keiner anderen Route komme ich da ganz hin. Und dann lege ich die einfach ab so. Jetzt wird die da gehalten, ne? Schön in der Strömung, direkt vor der Brücke. Perfekt. Nun gerade wieder die Backen voll gestopft, ne? Wie vielleicht 5 Minuten da. Dann zieht die Pose ab. Nur so schön ist halt so eine lange Route, ne? Ich kann ihn dirigieren. Und auch davon abhalten. Na, ich schlag mal an. Wenn er weg ist, ist er weg. Ich bin ja echt fasziniert, wie die sich reinhängen, die Tiere. Richtig heftig. Guck euch mal die Rute an. Jetzt zieht mir die richtig runter. Wahnsinn. Oh, ganz schlechter ist es auch nicht. Im Vergleich zu den Schniepeln, die ich bisher hatte, sagen wir es mal so. Ne? Hier schon wieder Westen, ne? Sitzt nicht schon wieder an einem Nest? Oh, schöner Hecht. Thank you.
lege die Rute jetzt da einfach ab. Mache einen Bügel auf und kann mich um den Hecht kümmern. Man muss hier so ein paar Handgriffe angewöhnen halt, ne, mit der langen Stellfischrute. Da liegt er drin. Aber weiter komme ich ja leider nicht, weil meine Kamerafrau mir vorher meine Abhackmatte holen muss. Hier ist nämlich alles harter Grund, ne? Steine pur! Guckt euch mal an hier, ich habe ihn eine ganze Weile beißen lassen. Trotzdem ganz knapp gehakt mit zwei Drillingen, ne? 85, 86. Schöner Fisch. Tolle Farbe, ne? Man hat wieder gut gekämpft. Der hat die 8 Meter richtig krumm gezogen. Immer die alte Geschichte, ne? Was ich immer sage, ne? Wenn es auf einen Fisch mal gebissen hat, ne? Unbedingt dran lassen. Ich hatte den Biss, ne? Und ja, tschüss mal lieber. Ich hatte den Biss, gleich wieder rein, keine 5 Minuten gewartet, hat er ihn wieder genommen, ne? Wenn die einmal drauf gebissen haben, fragt mich nicht, woran das liegt. Ich vermute irgendwelche Enzyme dahinter. Das ist ähnlich wie mit den Wespen, ne? Ich habe mich mal schlau gelesen. Wenn man einen Stich gekriegt hat, dann setzen die irgendwelche Pheromone frei, die Wespen, sodass alle anderen alarmiert sind und alle anderen wollen auch stechen. Ne? Darum wird das so gefährlich, wenn man auf einem Nest steht. Ne? Im Café ist das halb so wild, wenn da mal eine sticht, da verteidigen die nichts. Aber die setzen Pheromone frei durch den Stich. Ne? Die schwirren schon wieder dauernd um mich rum. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon 2 Tage her, ne? Dass das immer noch irgendwie Auswirkungen hat. Ist wahrscheinlich absurd, aber bei den Raubfischen wird das genau das Gleiche sein. Da werden irgendwelche Pheromone, Hormone, Enzyme, ich bin kein Biologe, werden da dran kleben, auf einen Köderfisch, wo es beißt. Immer wieder verwenden. Absolute Garantie auf den Fang. Was auch immer ihr mit der Stellfischrute beangeln wollt, eine Steinpackung, ein Seerosenfeld, hinter dem ihr die Pose platzieren wollt, ob ihr nur verhindern wollt, dass die Pose unter eine Brücke treibt und ihr legt das Ding auf einer Brückenbohle ab, ob ihr einer Kiesgrube angeln wollt, wo nur 3 Meter Streifen flach sind und dann fällt es steil ab und ihr wollt genau hinter der Kante die Pose platzieren, ihr habt jede Menge Möglichkeiten, dann ist für euch die Stellfischangelei eine ernste Überlegung wert. Und wer alles zusammen kaufen will, weil er alle hochwertigen Teile in einer Box möchte, der hat den Rutenhalter, der hat die Rute, der hat eine gute Rolle und die komplette Box mit allem, was ihr zum Stellfischangeln braucht. Das Stellfischwunder ab sofort für euch erhältlich im Parashop. Bestelltelefon 02604 978 3x8. Schreiben Sie eine E-Mail an kundencenter@paulparay.de oder besuchen Sie uns im Internet unter parayshop.de.